Eins, zwei, drei, vier! Genial! Wir machen Party, Schätzchen! Jetzt geht's ab! Herzlich willkommen zurück zu Nintendo Connect. Ich bin es, euer Currywurst-Enthusiast Alex, und heute schauen wir uns zusammen ein Spiel an, was allein am Namen schon für komische Blicke sorgen wird. Snack World, die Schatzjagd Gold. Oder Gold. Bei Snack World handelt es sich tatsächlich um ein Spiel aus dem Hause Level 5, welches bereits 2017 für den 3DS in Japan erschienen ist. Nun erhalten wir am 14. Februar 2020 endlich eine lokalisierte Fassung der japanischen Treasures Gold Switch-Portierung, welche wiederum aus 2018 stammt. Wobei das Gold übrigens dafür steht, dass alle DLC Teil des Paketes sind. Bei dem Spiel handelt es sich um ein Action-RPG, aber wer jetzt an Diablo 3 oder Torchlight 2 denkt, der muss verstehen, dass Snack World eine etwas andere Schiene fährt. Und damit sind nicht nur die ganzen Wortspiele rund ums Essen gemeint. Ihr geht in kleineren Abenteuern auf die Jagd nach Beute, entweder auf kleineren Oberweltpassagen oder zufallsgenerierten Dungeons, welche entsprechend allerdings auch länger dauern. Während wir kleinere Aufträge in der Oberwelt binnen von 5 bis 7 Minuten abschließen, kann ein Dungeon mit Boss gut 15 Minuten dauern. Unterwegs sammeln wir fleißig Beute und erhalten je nach Abschneiden am Ende der Quest nochmal Bonus-Schatzkisten. In diesen Kisten sind dann Consumables, Crafting-Material oder gleich Ausrüstung zu finden, mit denen ihr euch neben den üblichen RPG-Mechaniken entsprechend für euer Abenteuer pimpen könnt. Bei einer Quest gibt es auch immer ein besonderes Item zu finden, wobei es nicht garantiert ist, dass wir bei Abschluss der Quest diesen finden oder am Ende gewonnen haben. Dafür können wir eine Quest so oft wiederholen, wie wir möchten, und es wieder und wieder versuchen oder uns das Item nochmal mit anderen Untereigenschaften erfarmen. Das Ganze hat irgendwie was von Lootboxen, wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke. Nur ohne Echtgeldeinsatz. Jedenfalls können wir die kurzen Quests zusammen mit Snacks, also einem KI-Begleiter, und mit bis zu 3 Spielern über Internet oder lokal im Koop bestreiten. Die einzige Einschränkung beim Koop ist, dass wir keine Story-Quests mit anderen Spielern angehen können, sondern auf Nebenquests ausweichen müssen. Unsere Figur erstellen wir so gut wie in jedem RPG komplett selber, wobei Snack World sich auch traut, dass wir unseren Charakter einfach nur dämlich aussehen lassen können. Es ist eher schwer, einen cool aussehenden Charakter zu erstellen, der in die Welt passt, als einfach mit dem Flow zu gehen und unserem Charakter vielleicht doch einfach diese komische Fluppe ins Gesicht zu drücken. Wir werden etwas mehr Zeit brauchen, um uns durch die ganze Palette an Kleinkram zu probieren, die Snack World, die Schatzsuche Gold, uns anbietet. Wir hoffen, dass wir bis zum Release des Spiels, dem 14. Februar, uns nicht ins Koma gefressen haben und euch vorher noch ein Testvideo servieren können. Entsprechend seid ihr an der Reihe. Was interessiert euch am Spiel am meisten? Also worauf sollen wir im Test einen besonderen Augenmerk legen? Schreibt es uns unten in die Kommentare und vergesst nicht... Hände weg von meinem Schinken! Ansonsten freue ich mich über Feedback und eine Bewertung zu diesem Video, damit ich weiß, woran ich bin. Unterschätzt nie die Macht des Feedbacks. Ich bin wie immer euer Pommesfreund Alex und ich bin... Bisschen schlampig, aber wird schon. Für die Nacht und wir uns Rippchen essen auf und gewinnen alle zusammen. Wir sind stürmisch, aber wird schon. Wir geben alles und das wird schon. Für die Nacht und wir uns Rippchen, denn wir wollen sie vernichten. Hey du, ja du, sag mir, wo du herkommst. Was ich hab Zeit, lass uns gern was unternehmen.